Nun also doch Rente mit 68, neue Vorschläge des Rates der Wirtschaftsweisen rund um Frau Professorin Schnitzer. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Rat der Rentenweisen hat den Bundeskanzler ein Jahrbuch überreicht und dort auch die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands mal dargestellt. Aus Sicht von Ökonomen. Und dort hat auch der Rat der Wirtschaftsweisen, also nicht alle von denen, aber die Mehrheit rund um Frau Schnitzer, übrigens selbst hochdekorierte Beamtin, dem Bundeskanzler hier Vorschläge zur Rentenreform gemacht. Ich will Ihnen das mal ganz kurz zeigen, was diese Herrschaften dort gesagt haben. Und ich habe das mal auf einer Folie hier für Sie aufbereitet. Ich hoffe, Sie können das gut lesen, meine Damen und Herren. Steigen wir mal ganz kurz ein. Also, das Renteneintrittsalter soll nach dem Willen von Frau Professorin Schnitzer, die ja die Chefin des Rates der Wirtschaftsweisen ist, nach 2031 auf 68 Jahre angehoben werden und dann an die Lebenserwartung angekoppelt werden. Dann soll es einen Rentenverzicht für Gutverdiener geben. Dann soll es eine Rentenanpassung nur noch über den Inflationsindex geben. Und der Nachhaltigkeitsfaktor soll ausgeweitet werden. Damit einhergehend möglicherweise auch Kürzungen der Rentenanpassung über den Inflationsindex. Dann soll ein Staatsfonds eingeführt werden für private Altersversorgung mit einer sogenannten Opt-out-Möglichkeit. Das heißt also, es gibt da keinen Zwang. Und ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, bis 4 oder 8% des Bruttoeinkommens können dort jährlich angelegt werden. Kein guter Vorschlag, aber ich komme später dazu. Dann soll es einen Rentenzuschlag für Geringverdiener geben und Beamte sollen nicht in die Rentenkasse einzahlen. Dazu möchte ich nur Folgendes erwähnen. Frau Professorin Schnitzer ist selbst auch Beamtin und möchte sich offensichtlich hier nicht ins eigene Bein schneiden. Aber das ist die leidige Diskussion. Da wird dann immer wieder das Argument herbeigeführt, so hat es ja auch Frau Schnitzer in dem letzten Endes veröffentlicht, dass wenn Beamte in die Rentenkasse ja einzahlen, dass sie dann später entsprechende Ansprüche erwerben und das wäre ja letzten Endes kontraproduktiv. Ein Vorschlag, liebe Frau Schnitzer, den ich leider nicht ganz nachvollziehen kann, denn jeder Arbeitnehmer, der neu in die Rentenkasse einzahlt, erwirbt ja auch Ansprüche, wenn er entsprechende Wartezeiten erreicht hat. Also das ist letzten Endes nur ein Totschlagargument. Aber, meine Damen und Herren, dieser Rat der Wirtschaftsweisen besteht ja aus mehreren Leuten, aus mehreren Professoren und da haben nicht alle mitgemacht. Da hat zum Beispiel der Achim Truger ein Sondervotum geschrieben, das liegt mir vor. Und dieses Sondervotum sagt letzten Endes, er ist gegen den Ratsbeschluss, zumindest in Teilen. Und der Vorschlag des Rates der Wirtschaftsweisen bedeutet unter anderem oder in Teilen Ausweitung der Altersarmut. Übrigens, die Frau Professorin Grimm ist auch gegen den Vorschlag. Dazu werden wir dann auch nochmal Stellung nehmen. Meine Damen und Herren, das soll es jetzt erstmal nur gewesen sein, dass Sie einen Überblick haben über das, was hier die Wirtschaftsweisen im Mehrheitsvotum mit Frau Professorin Schnitzer hier dem Bundeskanzler mit auf den Weg gegeben haben. Wir wissen schon, dass die SPD gesagt hat, ein höheres Renteneintrittsalter als bis 67 gibt es mit der SPD nicht. Das ist jetzt erstmal begrüßenswert. Und zum Zweiten werden wir selbstverständlich zu jedem einzelnen Vorschlag, der hier aufgestellt worden ist, dann nochmal extra Videos drehen, damit wir uns damit sozusagen auseinandersetzen können. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, ich habe mir das Ganze alles mal ein bisschen näher angeguckt. Im Kern bedeutet, das zum Abschluss zu diesem Video, im Kern bedeutet dieser Vorschlag der Wirtschaftsweisen nichts anderes als eine Ausweitung der Altersarmut oder es droht zumindest eine höhere Altersarmut für viele Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Näheres zum Thema Rentenreform durch den Rat der Wirtschaftsweisen, Renteneintrittsalter mit 68 auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.